Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Lovers. Salam alaikum zu dem letzten Ramadan Daily Vlog. Also Fazit zu dem Allgemeinen, es hat mir mega Spaß gemacht, das erste Mal so gut wie möglich jeden Tag, wirklich außer Wochenende, euch mitzunehmen. Und euer Feedback hat mir gezeigt, dass ihr interessiert an Vlogs seid. Deswegen möchte ich in der Zukunft mehr Vlogs in meinen Kanal integrieren. Mal gucken, wie es am Ende wird. Ja, heute ist wie gesagt der letzte Ramazan-Tag. Heute ist Sonntag, morgen haben wir Bayram und ja, dementsprechend muss ich einige Sachen vorbereiten und dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Höchstwahrscheinlich ist es zu spät als Inspiration, aber vielleicht für das nächste Jahr oder es ist eigentlich etwas, was wir jedes Jahr zeigen. Das, was ich immer mache, es sind so kleine Rituale bei uns, die mittlerweile ja, dazugehören. Heute hätte es nicht entspannter starten können. Heute war ein so schöner Start, ein so schöner, angenehmer Sonntagmorgen, ganz langsam aufgewacht, im Bett noch Buch gelesen und dann ja, zwei Räume, Küche und Wohnzimmer aufgeräumt und dann noch eine ganz angenehme, langsame Yoga-Übung gemacht. Und dann hat es noch geklingelt und die Nachbarin hat hier mein Paket mitgebracht von Shein. Also besser hätte es einfach nicht sein können. Heute war es, wie gesagt, mega schön entspannt und ja, ich habe auch eine richtig interessante Doku mir heute am Morgen angeschaut über unsere Darmflora und ja, die werde ich dann gleich noch zu Ende schauen. Ich habe noch 20 Minuten vor mir, aber davor wollte ich unbedingt euch mal zeigen, was angekommen ist. Hätte die Nachbarin nur 20 Minuten vorher schon geklingelt, hätte ich das jetzt gleich eben verwenden können. Es sind nämlich komplett Sportteile von Shein. Ich hatte nämlich zu Silvester ein Set von denen geschenkt bekommen, so eine schöne schwarze Leggings und ein Oberteil. Und die waren so krass bequem und haben so gut gepasst, dass es einfach so cool war. Und dann hatte ich es angesprochen, dass es mir mega gefallen hat. Und die haben mir jetzt etwas selber zusammengewürfelt. Also die Marke an sich heißt Glow Mode. Schaut mal. Ich packe jetzt erstmal alles aus. Oh mein Gott, das ist echt viel. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Teile. Okay, ich packe aus und dann zeige ich euch alles im Detail. Also, die haben mir echt tolle Farben zugeschickt und ja, die Hose an sich, das vom Bund her gefällt mir das so gut, weil das so schön bequem festhält und während der Sportübung nicht runterrutscht. Wisst ihr, man fühlt sich immer so schön festgehalten vom Stoff und das allerbeste ist, finde ich, bei den Leggings erstmal, man spürt es einfach nicht. Man spürt die Leggings nicht. Es fühlt sich wie eine Haut an. Das hat mir mega gefallen und das auch, was mir gefallen hatte bei der schwarzen Leggings, die ich schon anhatte und immer wieder auch noch anziehe, dass sie nicht runterrutscht. Ich bin ja eine kleine Person und bei mir, ich mag das nicht, wenn das unter meinem Knöchel runterrutscht, dann sehe ich automatisch kleiner aus und ich mag das an sich an keiner Hose. Keine Leggings soll unter meinem Knöchel, also hier soll kein nichts runterfallen. Wisst ihr, ich mag das einfach nicht. Und wie gesagt, weil die ja so gut sitzen und nicht runterrutschen, steht das so, wie man das am Anfang angezogen hat. Das finde ich richtig gut, sodass ich das sogar mit in den Urlaub nehmen werde. Ich werde sogar die Leggings unter einigen Maxi-Kleidern anziehen. Höchstwahrscheinlich, wenn ich mich für die schwarze, wenn ich mich für das schwarze Kleid von meinem letzten H&M Haul entscheiden sollte, welches ich hier euch nochmal oben verlinke, falls du das noch nicht gesehen hast, musst du nochmal reinschauen, da habe ich echt ganz viel gezeigt. Aber wenn ich diesen einen Maxi-Kleid in schwarz anziehen sollte, werde ich definitiv auch die schwarze Leggings darunter anziehen, die ich von Shein habe. Und ihr habt bei Shein immer noch, wie immer, einen 15% Rabattcode von mir. Der heißt mittlerweile 15 Flowers. Früher war das umgekehrt, aber jetzt heißt es 15 Flowers. Und da könnt ihr mal reinstöbern und meinen Code verwenden, falls euch was gefällt. Jetzt zeige ich euch mal im Schnelldurchlauf die Teile, die ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar ein Set in schwarz, dreiteilig, einmal eine schöne Leggings, diese Leggings ist aber eine etwas kürzere Leggings, also deswegen denke ich, dass sie mir sogar noch besser passen wird, aber das ist an sich so eine Dreiviertellänge, kann man das auch bei
Beinen sagen? Drei Viertel ist ja bei dem Arm so, bei den Ärmeln so. Ich weiß gar nicht, aber ich zeige euch das mal bei der Dame getragen. Und so sieht es aus. Aber ich glaube, wie gesagt, bei mir wird das top sitzen. Darauf freue ich mich. Und ich würde euch am liebsten, ja, spüren lassen, wie schön weich sich das anfühlt. Ja, dazu passt noch ein Oberteil. Einfach ein Oberteil, was schön figurbetont ist. Und hier kann man die Finger reinstecken. Schaut mal. Zweiten Zweiteiler. Und zwar, die haben mir in diesem schönen Mintgrün einfach ein Leggings zugeschickt. Aber wie gesagt, ah, yay, das war mein Modell, was ich mega schön fand. Das hier. Schaut mal, so ein X oder so ein, wie nennt man das denn überhaupt? Also so. Genau das fand ich mega schön. Davon habe ich das in Schwarz und es fühlt sich mega an, bequem an und es sieht auch schön aus. Ja, das hatte ich wie gesagt schon. Das in Schwarz und jetzt habe ich das gleiche in Mintgrün. Und noch, ach, sorry. Ich habe doch drei Sets zugeschickt bekommen und drei einzelne Teile. Hört ihr Fanta? Moment, hört mal zu. Er will raus. Ich mache erstmal die Tür auf. Also wollen eure Katzen auch immer raus? Nicht, weil sie raus wollen, sondern weil die einfach geschlossene Türen nicht mögen. Einfach, die Türen sollen überall offen sein. Wisst ihr? Naja, kommen wir wieder zu dem letzten Zweiteiler und der ist hier in diesem schönen Blauton. In dieser Farbe hatte ich nichts und ich denke, hoffentlich müsste das auch schön aussehen. Einmal ein Leggings. Dazu habe ich auch noch ein T-Shirt, welches man hier so schön zusammenbinden kann. Auch mal was anderes. Ich freue mich direkt auf morgen. Da werde ich eins von den dreien nämlich bei meiner Yoga-Übung verwenden. Oder ich mache heute einfach, weil ich Lust drauf habe, zwei Übungen. Eins am Morgen, was ich schon hatte, und dann am Abend. Weil, wie gesagt, ich hatte heute Morgen eine relativ entspannte Übung. Eigentlich gar nicht angestrengt. Deswegen könnte ich auch heute Abend noch eine machen. Naja, dann habe ich hier noch zwei weitere Hosen. Einmal in diesem schönen Fliederlila, helllila und dann in diesem schönen Pinkton. Die sind mittlerweile, checke ich, alle so hier am Bund. Deswegen freue ich mich umso mehr, weil ich weiß, wie gut das ist. Und dann haben die mir in Lila einfach den hier geschickt. Das ist aber nicht die gleiche Farbe. Der ist dann doch schon eher lila und das ist so Flieder, ganz hell lila. Ich freue mich. Es sind richtig tolle Teile. Ich habe euch alles wieder in der Infobox verlinkt. Jetzt muss ich jetzt alles mal wegräumen und die Geschenke, die wir jetzt mit euch zusammen verpacken werden, nochmal rausholen. Wir waren nämlich gestern nochmal draußen und haben noch einige Teile besorgt, die wir für Bayram gebraucht haben. Und unter anderem Süßigkeiten. Wir waren in Metro, haben wirklich eine Menge Auswahl mitgenommen. Dieses Mal wollten wir komplett andere Süßigkeiten mitnehmen. Wie nennt ihr das eigentlich? Haribo, Weingummis oder wie nennt ihr das? Ich finde beide Bezeichnungen nicht schön, ehrlich gesagt, weil Haribo ist die Marke und Weingummi gefällt mir nicht, weil Weingummi, wisst ihr? Ja, wie nennt ihr diese Süßigkeiten? Gummi-Süßigkeiten. Einige nennen die auch Gummibärchen. Finde ich auch Schwachsinn, also passt auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn alles? Weingummis möchte ich nicht nennen. Naja, ich zeige euch gleich. Wir haben jede Menge Auswahl und wir haben wirklich extra einige mitgenommen, die wir so nicht kannten oder einige mitgenommen, die wir jedes Jahr mitnehmen. Und ja, die werden wir mit euch erstmal für jeden verpacken. Dann nehme ich ein paar noch für die Arbeit mit. Aber wir wollten auch noch eine Süßigkeit, also ein Süßgebäck, nenne ich mal so, für die Arbeit machen. Er für seine Kollegen, ich für meine Kollegen. Und dann wollten wir morgen, also wir arbeiten beide morgen am ersten Bayramtag. Und ja, deswegen werden wir uns etwas schick anziehen. Also ich werde morgen zwei Outfits haben. Eine für die Arbeit und eine dann für die Eltern von Yasin. Meine Eltern werden wir erst am zweiten Bayramtag dieses Mal sehen. Und ja, so sieht's aus. Ich freue mich auf die Vorbereitung. Gleich kommt Yasin. Wie gesagt, ich mache jetzt wieder hier, ich räume hier mal die Teile wieder auf und zeige euch mal, was wir gestern alles mitgenommen Ich zeige euch mal, mit was wir hier unseren Pappbecher befüllen werden. Mit Mini-Schokolade. Das ist einer meiner Lieblings-Erdbeer. Haribos nenne ich mir jetzt so. Die hier, das sieht voll schön aus. Kaugummi, Wassermelonen, saure Bonbon. Und zu guter Letzt haben wir auch diese leckeren Brausebälle.
Brombeere. Die gab es in verschiedenen Farben und wir haben uns für blau entschieden. Yay! Let's go! Ende des Videos, bleibt dran, wird die Gewinnerin mit euch zusammen ausgelost. Mal gucken, wer von euch wird hier das Buch hier gewinnen. Bleibt dran. Okay, wir sind jetzt hier in der Küche und bereiten jetzt die Süßspeise vor. Das heißt Helva und Helvasse und ist sowas wie Mehlbrei, nenne ich mal jetzt so, mit Walnüssen. Die hat Jasna schon für uns vorbereitet. Als erstes müssen wir jetzt Zucker, also circa, also ich habe es immer jetzt mit diesem Trinkglas abgemessen, das entspricht aber 200 Gramm circa. Also 200 Gramm, also 400 Gramm, zweimal davon. Zucker mit dreimal, also 600 Gramm Wasser zur Seite stellen und warten, bis komplett alles aufgelöst ist. Und währenddessen bereiten wir aber alles andere vor. Da zeige ich euch mal, was wir machen. Es geht mega einfach, aber ich muss sagen, das schmeckt uns sehr. Deswegen machen wir das immer wieder gerne. Jetzt brauchen wir 100 Gramm Margarine. So viel Sonnenblumenöl. Wenn die Butter schön geschmolzen ist, kommt 400 Gramm Mehl dazu. Also diese Masse wird umgerührt, bis es nicht mehr hellgelb ist, sondern ein bisschen bräunlich. Ich zeige euch, wie das am Ende aussehen soll. Das dauert aber ein bisschen. Jetzt soll man die ganze Zeit verrühren. Alles schön miteinander mischen. Wichtig ist bei diesem Rezept, dass man immer wieder umrühren muss, weil sonst verklumpt das und unser Mehlgemisch verbrennt und das riecht man auch direkt. Deswegen sollte man die ganze Zeit umrühren. Okay, es ist ein bisschen dunkler geworden und jetzt kommen die ganzen Nüsse, also die Walnüsse. Also das kann man nach Geschmack verwenden. Also wir lieben viel Nüsse, also wir mögen das, wenn da viel Walnüsse drin sind, aber du kannst selber entscheiden, ob du nur zwei Handvoll Nüsse reintun möchtest oder drei. Wir machen jetzt drei und rühren das so zwei, drei Minuten weiter und dann wird das schön goldbraun. In der Zwischenzeit sieht unser Wasser-Zucker-Gemisch so aus, fast vollkommen aufgelöst und das kommt jetzt einfach zu unserem Brei dazu. Und nun wieder verrühren. Also man merkt, die Masse wird zu einer festen Masse und kann man gut jetzt formen. Damit meine Kügelchen einheitlich sind, mache ich das immer hiermit und
Endergebnis. Hier, diesen Etagier bekommt mein Mann, also nimmt morgen mit für seine Kollegen. Das nehme ich morgen mit für meine Kollegen. Das hier ist für die Schwiegereltern, das ist für meine Eltern. Und ja, umgekehrt ist es relativ egal. Ich habe euch jetzt hierbei nur mitgenommen. Das ist noch ein bisschen warm. Und wenn das komplett abkühlt, ist das eine feste Masse. So wie, ja, es ist nicht Kekse, aber es ist dann so eine feste Masse, meine ich. Das meine ich damit. Das war was Fertiges. Habe ich einfach mit reingetan, weil das einfach sehr lecker ist und schön aussieht. Dieses Jahr haben wir eher weniger gemacht. Normalerweise machen wir jedes Jahr etwas mehr von allem. Aber ja, dieses Jahr ist das so. Und ich denke, das müsste aber trotzdem ausreichen. Voilà, ich bin glücklich mit dem Ergebnis. Wir kriegen gerade unsere neuen Schuhe, damit die nassfest und schmutzfest sind. Also resistent. Abweisend, ja. Abweisend sind. Ja, dann noch deine. Und das machen wir immer, wenn wir neue Sneaker haben, weil das wirklich richtig krass gut wirkt. Wir haben unseren jetzt, den Spray haben wir gestern von Deichmann mitgenommen. Ich muss gerade lachen, komplett alle drei Paar Schuhe sind aus, also sind von New Balance. Ich wollte euch kurz meinen Spray mal zeigen. Und zwar, das ist der Nässeblocker. Ist aber auch automatisch Schmutzblocker. Steht das hier irgendwo? Nee, aber so haben wir uns beraten lassen. Letztes Jahr hatten wir nämlich einen anderen. Und der hält einfach lange. Also wir machen das nur einmal, bevor wir unsere neuen Schuhe anziehen. Das machen wir immer wieder. Wie gesagt, das ist wirklich eine Empfehlung von mir an euch alle. Und es lohnt sich auch, wenn das so teuer aussieht. Es lohnt sich definitiv. Ja, lass uns jetzt zusammen, wie versprochen, auslosen, wer denn das hier gewonnen hat. Und vielleicht könnt ihr das hier eurem Liebsten zu Weihnachten schenken, wenn ihr euch so schnell wie möglich meldet. Bei den letzten beiden Geschenken, muss ich sagen, hat sich nur eine Person ganz schnell gemeldet und die restlichen haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Deswegen, falls du gewonnen hast, melde dich so schnell wie möglich und ich verschicke es dir, dann kannst du, wie gesagt, zu Bayram auch jemanden glücklich machen. Deinen Liebsten sozusagen. Ja, lass uns zusammen auslosen. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich für dich. Melde dich so schnell wie möglich und ja, ich schicke dir dein Geschenk zu. Zu dem nächsten Geschenk komme ich erst bei dem nächsten Video oder auf Instagram, bleibt dran. Auf Instagram heiße ich Hijab Flowers mit Doppel-S am Ende. Und ja, ich freue mich für dich. Yay, Mädels, das war's auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich müsste eigentlich noch ein paar Blumen binden. Nicht die hier, das sind meine Blumen. Wir haben nämlich gestern ganz tolle Blumen gekauft. Ich habe es aber jetzt zeitlich nicht geschafft. Ich werde es vielleicht heute Abend machen. Ich weiß es nicht, aber ich werde es euch höchstwahrscheinlich dann auf Instagram zeigen. Wollte eigentlich heute das auch noch hier reinstellen, aber schaffe ich zeitlich nicht. Ja, ich habe aber wenigstens die Geschenke fertig verpackt. Die kann ich euch nicht alle zeigen, weil meine ganze Familie, Freunde auch mit reinschauen. Das bleibt dann einfach für uns im Hintergrund. Ja, ich wünsche dir einen angenehmen Bayram. Bayram Mübarekosun, Hayırlı Bayramlar, Büyüklerim elinden öperim, Küçüklerim gözlerinden öperim. Ja, ich wünsche dir und deiner Familie ein Happy Eid. Und ja, bis Donnerstag. Ich verspreche es nicht, vielleicht werde ich ab jetzt nicht mehr zwei Videos online stellen, sondern drei. Und eins sollte dann immer ein Vlog werden. Ich verspreche es dir nicht, sonst bereue ich es im Nachhinein. Ich werde aber mir Mühe geben und das versuchen, so gut wie möglich durchzusetzen und zur Gewohnheit zu machen, dass ich nicht mehr zwei, sondern drei Videos hochlade. Naja, ich weiß nicht, was du heute alles so Tolles vorhast. Ich wünsche dir wirklich, wirklich, wirklich vom ganzen Herzen viel Spaß und lass dich reichlich beschenken und genieß den schönen Tag, genieß die schönen Tage und ja, wir sehen uns dann am Donnerstag. Deine Hijab Flowers.